Sarah Wiener ist wieder unterwegs. Diesmal geht es quer durch die italienische Küche. Mit ihrem Dolmetscher Michele Marotta schaut sie in die regionalen Kochtöpfe, um die kulinarischen Geheimnisse Italiens zu entdecken. Am Ende jeder Etappe aber muss sie zeigen, was sie gelernt hat und ihre Gastgeber mit einem eigenen Rezept überraschen. So. Gestärkt in ein neues Abenteuer. Gelb, in die Sonne. Wahrscheinlich Italien. Unser letztes italienisches Abenteuer. Ich glaube, ich lande diesmal in einer Kochschule. Liebe Sarah, ein letztes Mal Dolce Vita. Wo? Natürlich in der Toskana. In der Kristallstadt Colle di Valdelsa erwartet sie Gaetano Trovato, ein Meister der italienischen Küche. Dort fangen sie den kulinarischen Charakter der Toskana in ihrer eigenen Kreation ein. Avanti, carissima. Weißt du, wo wir hinfahren? Wohin? In die Lieblingsregion der Deutschen in Italien. Oh, la Toskana. Richtig, schalt mal. Okay. Wir kommen, Toskana. Sarahs letzte Etappe ist einer der schönsten Landstriche Italiens. Sanfte Hügel, soweit das Auge reicht. Abgerundet durch Zypressen und Weinberge. Mittelalterliche Städte und Renaissancekunst. Sarahs erstes toskanisches Ziel liegt auf einem Hügel über dem malerischen Tal des Flusses Elsa. Colle di Val d'Elsa. Im Ristorante Arnolfo wirkt Küchenchef Gaetano Trovato. Er wurde bei dem französischen Spitzenkoch Roger Verger ausgebildet. Doch in seiner Küche besinnt er sich der toskanischen Tradition. Jedoch auf seine eigene Art. Innovativ, kreativ und vor allem köstlich. Zwei Sterne zeigen, dass es sich gelohnt hat. Außerhalb der Küche waltet sein Bruder Giovanni, Manager des Arnolfo und meisterhafter Sommelier. Und hier soll Sarah in 4 Tagen ihr eigenes Toskana-Gericht kochen. Signora Wiener, che piacere! Benvenuta da Arnolfo. È un piacere. Posso darle un bacio? È un piacere. Es ist schön, wenn wir Sie mit einer schönen Frau in Toskana bisschen. Darf ich Ihnen? Man muss sagen, Sarah o Wiener. Sarah, per favore. Prego. Giovanni? Certo, benvenuta. È un piacere. Mein Übersetzer Michele. Ja. Sono l'interprete di Sara. Piacere, piacere. Michele Marotta, piacere. Piacere a lei. Ich stelle euch gleich meinen Bruder Gaetano vor. Gehen wir in die Küche. Ah, subito, prego. Ist er Koch, dein Bruder? Ja, il cuoco, sì, andiamo, prego. Das ist ja toll. Arriva Gaetano. Buongiorno, buonasera. Ecco, questo è mio fratello Gaetano. Lei è Sara. Sara. Sì. Ah, questo è un bel sorriso. Certo, è il suo. Michele, ciao, sono l'interprete. Ah, perfetto. Wir bereiten gerade ein Stück Rindfleisch zu, eine Variante des Chiana-Rinds. Ein Tartar aus Chiana-Rinderfilet mit Ingwer, Zitrone und Olivenöl. Dazu Aspik mit Karotten und Zucchini-Einschlüssen. Chianina ist eine Rindersorte, die es nur in der Toskana gibt. Solo, è la nostra razza autoctona della del sud di Siena, della Val di Chiana. Ja, von der Val di Chiana im Süden von Siena. Okay. Meinst du, es ist das beste Fleisch, das beste Rindfleisch? Sì, la migliore come qualità. Assolutamente sì, per la Toscana sì. Fehlt nur noch das Filetsteak, angebraten in Olivenöl. Du hast es nur zusammengebunden, damit es gleich groß ist und nicht so auseinander geht, also eine bestimmte Höhe hat, oder hast du noch irgendwas reingerollt? No, non c'è niente. Nein, da ist nichts weiter drin. Es ist ein naturbelassenes Steak. Naturale. Rinderfilet? Ja, es ist Lende. Die Poren müssen sich schließen, das ist wichtig. Siehst du, wie sich die Farbe verändert? Langsam anbraten, überall. Jetzt kommt es runter vom Herd.
und rein in den Ofen. 200 Grad per 4 Minuten. Bei 200 Grad, 4 Minuten. So wird das zarte Fleisch gleichmäßig sanft gegart. Eine Spur Kartoffelpüree. Du kannst ruhig zwei machen, ich bin hungrig. Ah, sie? Ja, wirklich. Ist das jetzt ein, das geht überhaupt nicht, meinst du? Per me è un piacere. Secondo te non va bene per niente? No, no, benissimo, assolutamente, guarda. In ordine, secondo va. Meine Küche ist ein bisschen wie Architektur. Und jeder Teller wird in diesem Sinn angerichtet. Was hältst du von Fleisch, das noch blutig ist? Ma beh, allora, la cosa importante è che noi, quando serviamo un pezzo di un taglio di carne. Ich mag es nicht, wenn beim Zerschneiden Blut auf dem Teller ist. Nein, das geht gar nicht. Ich mag es auch nicht. Etwas reduzierte Chianti-Soße. Ist der Duft in Ordnung? Köstlich. Abbassate. Ottimo. Davvero? Okay. Tiefer mit dem Teller. Okay. Oh, ist das ein schöner Platz. È un bel luogo questo. Ja, das ist unsere Terrasse. Das Panorama ist wunderschön. Schön. Bello, particolare. Oh, darf ich mich hinsetzen? Aber natürlich. Während Sarah genießt, muss Gaetano zurück in die Küche. Ein guter Koch hat selten Zeit für eine Pause. Tolle Fleischqualität, großartig. Köstlich, das Fleisch. Okay. Ja, sehr, sehr gut. Ich mag es sehr, wenn die Zutaten noch alle nach dem schmecken, was sie sind. Dazu empfiehlt Sommelier Giovanni einen roten Nambrot aus der Toskana. Ich hoffe, er schmeckt dir. Er ist ein etwas stärkerer Wein, aber er ist gut. Ein perfekter Wein. Das freut uns. Tanto salute, salute. Stoßen wir auf die Ankunft in der Toskana an. Salute, evviva. Hoch lebe vor allem die toskanische Küche. Und auf die Familie. E alla famiglia. La famiglia, chiaro. Mit kräftig würzigem Nambrot und zartem Fleisch geht der Dienstag zu Ende. Sarahs erste toskanische Erkenntnis. Die regionale Küche ist natürlich und geradlinig und zugleich fröhlich und genussvoll. Mittwoch. Es lockt die süße Sündenfrucht. Italien ist weltweit einer der größten Feigenproduzenten. Und wenn es um getrocknete Feigen geht, führt kein Weg an Carmignano vorbei. Der kleine Ort ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt für die zuckersüßen Feigen der Sorte Dotato. Sie werden sogar von der Slow-Food-Bewegung anerkannt. Bei Piero Chiti soll es die besten geben. Signor Chiti? Buongiorno, sono Sara. Piacere, Chiti. Piacere. Michele, Michele, sono interprete. Sono interprete, piacere, salve. Ja, ein bisschen. Das hier ist eine Pflanze, die nicht viel trägt. Piacere, sono Sara. Mario. Mario, si chiama Mario. Michele, interprete. Sono interprete, la signorina, sì, sì. Pieros Feigenplantage ist etwa einen Kilometer entfernt. Feigenbäume gehören zu den Maulbeergewächsen und sind eine der ältesten Nahrungs- und Nutzpflanzen. Ihre Spuren reichen 120 Millionen Jahre zurück, bis in die Kreidezeit. Ist das jetzt eine bestimmte Feigensorte? Ja, das ist eine Dotato-Feige. Die Besonderheit liegt in ihrer Süße, im Zuckergehalt des gelblich-weißen Fruchtfleisches. Die ist gut. Questo no. Doch. Un po' durina ancora. Ein bisschen hart. Può essere anche buono per mangiarsi. Zum Essen eventuell ja schon. Aber nicht zum Trocknen. Das heißt, sie muss eigentlich schon überreif sein, ein bisschen. Quindi deve essere un po' più matura del normale. Ja, genau. Die Farbe des Fruchtfleisches ändert sich, sie wird etwas rötlich. Okay, ich pflück jetzt ein paar und du sagst mir, ob ich sie gut gepflückt habe. Ah, perfetto. Da lacht er schon. Bei der Ernte ist Vorsicht geboten. Nur wirklich reife Früchte kommen in den Korb. Denn Feigen reifen ausschließlich am Baum. Guarda. Schau mal,
Sind die gut? Das ist ja mühsam. Da muss man ja jede Feige einzeln betatschen. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Die süßen Früchte haben es in sich. Mit Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen und jeder Menge Kalorien sind sie wahre Energiepakete. Ogni Kilo 13.000 Kalorien. Ein Kilo 13.000 Kalorien. In der Antike aßen die Bauern Feigen wegen ihrer Energie. Sie steckten sich am Morgen zwei Feigen in die Jackentasche und gingen aufs Feld. Das war ihre Nachmittagsration, um bis zum Abendessen durchzuhalten. Das ist eine sehr kalorienreiche Nahrung. Es reichten zwei Feigen. Zwei Feigen? Okay, Michele. Dein Mittagessen heute? Ist denn mir Pranzo, mal detto. Geh sparsam damit um. In Pieros Azienda, im Zentrum von Carmignano, wartet seine Frau Mara auf Feigennachschub. Ach, toll. Zum Trocknen werden die Feigen halbiert und auf Bastmatten der prallen Sonne ausgesetzt. Dabei sinkt der Wasseranteil bis auf 18% und der Zuckeranteil steigt auf 60%. Buongiorno, signor. Sono Sara. Piacere, Mara. Mara? Sì. Michele. Salve. Interprete. Piacere, sono Michele, sono interprete di Sara. Wir haben Ihnen ein bisschen Nachschub gebracht. Haben Sie noch ein Messer? Kann ich Ihnen helfen? Ce l'ha un altro coltello? Così sì, Sara sì, può sì. aiutarla. Vado a prendere. Grazie. Hier rein. Così. Centrale. 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 Attenzione, lì. Basta così? Sì. Sie hat sofort verstanden, wie es geht. Im Metodo del lavoro. Aber das war jetzt auch nicht allzu schwierig. Das macht Spaß. Wie lange werden die jetzt hier getrocknet? Heute Abend werden sie geschwefelt und da hinten ausgebreitet, wo die anderen liegen. Am nächsten Morgen werden sie dann in die Sonne gelegt und übermorgen, also am Freitag, müssen sie gewendet werden. Michele, mach mal ein Foto von uns. Kommt ihr mal hier? Ich mache ein Foto von euch. Stellt euch neben Sara, dann passt ihr alle drauf. Un attimo. Schön, schön machen. Gut zusammenrücken. Die Feigen müssen auch aufs Bild. Perfetto. Grazie. Was machst du da? Sto facendo Leberpastete. Di fegatini. Zum Mittagessen eine Leberpastete? Ja, warum nicht? Meine Frau zeigt euch alles. Ich gehe mal wieder. Grazie. Zuerst die Geflügelleber zerkleinern. Wir machen aus dieser Geflügelleber eine Art Pastete für die Crostini. Ein paar getrocknete Feigen dazu. Ich denke, das reicht. Jetzt wird alles vermischt und noch mal 5 Minuten auf den Herd gestellt. Wenn das Öl richtig eingezogen ist, ist die Pastete fertig. Super. Ora li portiamo tutti in tavola. Wird das immer dünn geschnitten, die Crostini? Devono essere sempre tagliati sottile, in maniera sottile. Ja, ganz dünn. Hier aus der kann man fast 2 machen. Es riecht gut. Ecco. Buon appetito. Buon appetito. Ich nehme mir ein Stück Käse. Isst man eigentlich Feigen mit der Schale oder ohne? Wie Sie möchten. Ja, wie man möchte, aber mit ist besser sogar. Das ist gut, dieser feine, leicht süße Geschmack von den Feigen mit diesen sehr milden, ausgezeichneten Pecorino-Käse passt wunderbar zusammen. Eine perfekte Kombination. Also, ich glaube, heute werde ich gar nichts mehr essen können. Also gut, ich habe zu viele Feigen gegessen. Ungefähr gefühlte 275 Stück. Haben Sie schon welche vom Baum gegessen? Hier, Sarah, diese Feigen wollte ich dir schenken. Als Erinnerung an diesen schönen Tag, den wir zusammen verbracht haben. Grazie. Dreimal küsst man hier. Buon viaggio. Grazie. Ciao, ciao. Bis Freitag. Ciao, buona
Zwischen ländlicher Küche und Haute Cuisine muss Sarah sich bald entscheiden, wie ihr Rezept aussehen soll. Diese Hühnerleber mit den Feigen, mit den faschierten, das fand ich, war eine sehr gute Idee. Nur habe ich mich heute nicht in der Lage gefühlt, das dann auch noch zu essen. Mein Magen war schon voller Feigen. Dann ist Innereien nicht gerade mein Liebling. Aber die Idee finde ich schon toll. Meine erste Idee geht erst mal mit diesem köstlichen Rinderfleisch und den Feigen etwas zu machen, vielleicht eine Feigensoße. Ich weiß es noch nicht. Aber ich habe ja auch noch Zeit. Donnerstagmorgen. Sarah und Michele haben ein neues Ziel. San Gimignano im oberen Elsertal. Seine berühmten Geschlechtertürme waren einst Statussymbol reicher Patrizierfamilien. Von 72 Türmen stehen heute nur noch 13. Trotzdem gilt San Gimignano als das Manhattan des Mittelalters. Auf dem sandigen Boden der umliegenden Weinberge wird seit 800 Jahren der grandiose weiße Vernaccia di San Gimignano angebaut. In seiner Tenuta Le Calcinaie steckt Simone Santini mitten in der Ernte. Er ist geprüfter Önologe und überzeugter Bio-Winzer. Signor Santini? Ciao! Buongiorno! Buongiorno, Sarina! Sono Sara! E io sono Simone, ciao! Simone! Da un bacino, vai! Mua. Tre in Toscana, no? No, due, in Toscana due. Due? Na, dann gebe ich dir eben drei. Michele, ciao, Michele. Sono Interprete. Ciao. Va bene, bene, bene. Du wolltest Trauben ernten, stimmt's? Tieni. Grazie. Valere. Si? Guarda. Ciao. Fabio. Darf ich die kosten? Du puoi assaggiare? Diavolo, sì, sì, voglia, voglia. Sind das jetzt diese berühmten Vernaccia-Trauben? Sono le uve di Vernaccia. Diavolo, sì, sì, sì. Die sind ja richtig süß. Sono proprio dolci queste uve. Lo fate io. Das sind ihre, seine Trauben. Sag, was ist die besondere, was ist das Besondere an dieser Traube? Germoglia tardi. Sie treiben spät und reifen ziemlich früh. Diese Traube hat keinen hohen Säuregehalt. Sie ist wohlschmeckend und sie hat ein sehr weiches, weibliches Aroma. Es ist ein weiblicher Wein. Und ohne Kerne? Nein, mit Kernen. Sie sind ganz klein, aber es gibt sie. Manchmal gibt es welche, die keine haben. Was meinst du, wie wird die Ernte? Wie wird der Wein dieses Jahr mit diesen Trauben? Die Ernte wird gut. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Es darf nur nicht regnen. Wenn sich das Wetter hält, dann ist es perfekt. Die Trauben haben momentan die richtige Säure und den richtigen Zuckergehalt. Ganz ausgewogen. Der Vernaccia di San Gimignano wird zu 90-100% aus der Rebsorte Vernaccia gekeltert. Er ist ein Dockwein, ein geprüfter Wein der obersten Qualitätsstufe. Bei Simone sind es natürlich zertifizierte Bio-Trauben. Ausleeren, Leute. Wir leeren die Körbe und fahren los. Finito. Finito. Bis später. Nach der Ernte werden die Trauben sofort weiterverarbeitet, damit ihr perfekt ausgereiftes Aroma später in den Wein übergeht. Hier sollen die Trauben erstmal entstielt werden. Rebeln im Fachjargon. Doch zunächst muss die kostbare Fracht abgeladen werden. Aber was machst du da? In diese Richtung? Nach rechts. No, sinistra. Nein, links. Sì, perfetto. Vai. Perfetto. Wenn ich sage ausladen, dann sagst du es Beppe. Io volla allora. Sì, tu è Beppe? Beppe, vai. Beppe ist taub, du musst brüllen. Io dico a Beppe avanti. Los! In die Rebelmaschine rein und ohne Stiele wieder raus.
Trauben werden entstielt, damit der Wein später weniger Gerbstoffe hat und nicht bitter schmeckt. Ist er perfekt, schreibt man ihm Nuancen von Mandelblüten, reifen Früchten und Feuerstein zu. Die Traubenbeeren werden nun in die Maischemaschine gefüllt und durch Walzen zerquetscht. Für die Bouquet-Entwicklung und die Haltbarkeit wird dem Most Schwefeldioxid beigemischt. Anschließend wird die Maische in Edelstahlfässer gepumpt. Hier ist der Wein drin. Er wird eingefüllt und ruht 3 Tage lang bei 10 Grad. Alle Unreinheiten setzen sich ab, ganz langsam. Nach 3 Tagen wird der klare Weißwein in ein anderes Fass umgefüllt, Hefe hinzugegeben und die Fermentation beginnt. Mhm. Nach einer Woche. Hier, riech mal. Der ist gut, nicht? Der ist einzigartig. Und da hat die Gärung angefangen. Ab dem Moment riecht es ein bisschen wie Spumante. Ja. Er besteht jetzt zur Hälfte aus Alkohol und zur Hälfte aus Zucker. Halb und halb. Die Hefepilze bilden Enzyme, die das Aroma freisetzen. Dadurch beginnt sich das Aroma zu entfalten. Wie lange bleibt das dann da drin, so? Der Wein bleibt 1 Monat hier drin und wird immer wieder bewegt. Ich koste ihn und wenn er sich gesetzt hat, wird er umgefüllt. Dann wird er gerührt, damit er wieder Luft bekommt. Anschließend wird er zurückgefüllt. Tut es dir nicht leid, dass du den Wein heute nicht mehr in Holzfässern lagerst, sondern in solchen Fässern? Weißwein gehört in Stahlfässer. Nur Stahl. Kein Sauerstoff, kein Holz, kein Lignin, nichts anderes. Hier ist meine Mutter. Mit ihr bereitet ihr das Essen vor. Gut, hier gibt es viel zu tun. Ich gehe wieder arbeiten. Das ist eine Panzanella, ein typisches Sommergericht. Früher haben die Bauernfamilien einmal in der Woche ihr altes Brot verarbeitet, zu einer Art Brotsalat. Das Brot wird im Wasser eingeweicht und dazu gibt man Basilikum und Zwiebeln. Con del basilico e cipolla. Und eine Gurke. Ist das ein gesalzenes Brot oder ein ungesalzenes? Das ist das toskanische ungesalzene Brot. Ich koche in der Regel nur das, was ich am liebsten mag. Und ich sorge dafür, dass es andere auch mögen. Soll ich die Sardellen klein schneiden? Nein, die bleiben ganz. Sonst bestraft man ja die, die sie essen. Und natürlich Olivenöl. Nein, dieses Öl ist nicht gut. Sie sind ja so lustig wie Ihr Sohn. Da qualcuno deve avere preso Simone. Ja, Simone muss ja von irgendjemand herstammen, ne? Muss ja jemand ähneln, oder? Milde rote Zwiebeln und Basilikum. Glaubst du, dass es schmecken wird? Wenn es gut ist, ist es dein Verdienst. Und wenn es schlecht ist, dann ist es meine Schuld. Einverstanden? Va bene, va bene, va bene. Habt ihr schon Hunger? Zu Mittag essen alle gemeinsam. Buon appetito. Buon appetito. Finito? Nein, ich habe genug. Noch sind wir nicht verheiratet, sag ihr das. Ich hab's verstanden. Das hab ich verstanden. Noch nicht. In 1-2 Monaten vielleicht, aber jetzt noch nicht. Nach dem Brotsalat hat Gloria noch ein toskanisches Spezialrezept zubereitet. Coniglio alla Vernaccia. Kaninchen in Vernaccia-Soße mit schwarzen Oliven. Dazu passt Simones roter Teodoro Rosso Toscano. Simone,
Florian, hast du den Garnacho reingemacht in das? Si. Köstlich. Ja, er gibt sehr viel Geschmack. Du gießt etwas hinzu, ganz langsam. Es verdunstet. Und das Fleisch nimmt den Geschmack auf. Es absorbiert den guten Geschmack von Simones Vernaccia. Es ist so ein bisschen süß und kräftig. Ne? Das gibt diesen Kaninchen seinen speziellen, runden, vollen Geschmack, finde ich. Bravo, Gloria! Bravo, Gloria! E questo è il mardo, affogato Gaspero, l'acqua salata. Das war ein toller Tag. Danke. Sara, grazie mille. Brava. War toll. Ah, te vai. Benissimo. Oi, ci vediamo venerdì allora. Grazie mille. Ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao Sarina. Freitag, ne? Freitag werde ich da sein. Ciao. Bei Familie Santini könnte man bleiben. Doch Sara muss sich noch ein letztes Mal ihrer italienischen Herausforderung stellen. Morgen wird's ernst und ich bin mir wirklich, wie so oft, nicht sicher, was ich kochen soll. Es wird was mit Wein sein, es muss was mit Feigen sein und ich wollte gern dieses köstliche Rindfleisch verarbeiten. Aber das passt dann nicht zu meinem Weißwein. Vielleicht lasse ich doch das Rindfleisch weg und nehme ein Kaninchen oder ein Huhn. Weiß ich noch nicht. Da muss ich erst mal drüber schlafen. Saras Abschied von Italien rückt immer näher. Vor dem Einkauf eine Einführung in den toskanischen Dialekt. Una Coca-Cola con la cannuccia corta corta. Und jetzt auf Toskanisch? Una Coca-Cola con la cannuccia Horta, horta. Gaetano hat die kleinen Läden von Colle di Valdelsa empfohlen, der Kristallstadt. 15% der Weltproduktion und 95% der italienischen Kristallproduktion wird hier hergestellt. Sara interessiert sich mehr für die kulinarischen Produkte. Buongiorno. Buongiorno. Was ist das für ein Huhn? Das ist aus lokaler Produktion und das aus Freilandhaltung. Dann natürlich ein Freilandhuhn. Okay. Sie schauen gar nicht wie ein typischer Fleischer aus. No. Nein, ich bin ein moderner Fleischer. Buongiorno. Buongiorno. Ist es Selbstbedienung? Dann mache ich Fisolen mit Tomaten und Zwiebeln und Knoblauch und Petersilie. Und dann mache ich das Huhn in Vernaccia mit Oliven und Salbei. Klingt das gut? Ich bekomme Hunger. Gut. Ach so. Ja, wir kochen ja bei Gaetano. Also reichen eigentlich 7 Böhnchen. Finito con l'amore. Una bella giornata. Grazie. Arrivederci. Grazie. Der letzte gemeinsame Einkauf. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Salute. Salute. Keine Zeit für Melancholie. Sara muss zu Gaetano an den Herd. Buongiorno. Buongiorno. Gaetano! Hola, buongiorno! Buongiorno! Ehi, come va? Tutto bene? Sì. Mamma mia! Che bel sorriso! Oh, was habt ihr denn alles eingekauft? Ich habe alle Einkäufe getätigt fürs Mittagessen. Ha fatto la spesa per il pranzo. Ich habe eine Idee. Ein Huhn Pollo. In einer feigen Vernaccia-Soße. Benissimo. Und als Dessert mache ich Crespelle mit
Feigenmarmelade, weil Michele lernen muss, Palatschinken zu schupfen. Das hat er sich nämlich gewünscht. Fate come a casa vostra. Fühlt euch wie zu Hause. Es ist mir ein Vergnügen, wenn ihr irgendetwas braucht. Wir stehen euch zur Verfügung. Wir haben alles da, kein Problem. Du musst mir nachher beim Anrichten der Teller helfen. Natürlich gern. Ich leiste meinen Beitrag zur schönen Präsentation. Der Nachtisch. Palatschinken mit Ricotta und Feigenmarmelade. 750 Gramm Feigen, 100 Gramm Honig. Für den Teig 250 Milliliter Milch. 2 Eier. Mit Mehl zu einem flüssigen Teig rühren. Das Wichtigste ist bei einem guten Crepe-Teig die richtige Konsistenz des Crepes, dass er die richtige Fließgeschwindigkeit hat, dass er nicht zu dick wird, aber auch nicht zerreißt. Du musst es mal lernen, das Gefühl, was es tu mal ein bisschen so spielen, um zu merken. Wenn du es dicker machst, wirst du schneller satt. Hast du weniger Arbeit, aber die Kunst ist, den möglichst dünn zu machen. Dann wäschst du deine Pfanne sehr gut ab. Die darf nicht nach Knoblauch schmecken, nicht nach Öl. Und dann eine Regel, eine wichtige, der erste Palatschinke wird nie was, den opferst du, den Palatschinkengott. Okay, wunderbar. Für die Marmelade die Feigen vierteln. Kann ich dir beim Feigenschneiden helfen? Posso? Ich kann dann sagen, unser Sternekoch war mein Lehrling, meine Küchenhilfe. Das ist aber eine Freude. Das reicht, hm? Mit Honig, etwas geraspelter Zitronenschale und 125 Milliliter Vernaccia zugedeckt einige Stunden köcheln lassen. Dabei immer wieder gut umrühren. Zurück zum Palatschinken-Lehrgang. Michele, erstmal brauchst du auch einen Teller, wo du die fertigen Crepe draufgeben kannst. Aha. Dann gibst du eins an der Seite und tust das herumrühren. Perfetto. Okay, du. Na, viel Glück. Vai tranquillo. Die Marmelade mit Honig abschmecken. Die Palatschinken braten. Michele Marotta, was machst du da? Schlecht. Sehr schlecht. Das Hauptgericht. Hähnchen in Vernaccia Feigensoße. 2 Handvoll getrockneter Feigen. 1 Glas Vernaccia di San Gimignano. 1 Freilandhuhn. Die Hähnchenteile in reichlich Olivenöl und Knoblauch anbraten. Macht Spaß? Nein. Ich will alles sofort können und wenn es nicht klappt, dann macht es so sehr Spaß. Das Schöne ist, kochen lernt man nur durch Kochen, Michele. Und wenn du das einmal kannst, dann wirst du es auch in den nächsten 20 Jahren können, wenn du ab und zu übst. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte? Die schlechte ist, da steht noch 1 Liter Teig und er wartet auf dich. Avanti. Sei nicht so aufgeregt. Ich soll nicht aufgeregt sein. Ja, trau dich. Sehr schlecht. Alles in Ordnung? Soll ich dir helfen? Du redest zu viel und alles brennt an. Oh la la. Durch die Garzeit hat sich das gesamte Aroma des Fleisches entfaltet. Huhn in Vernaccia und Feigen, ja? Das ist sehr toskanisch. Eine schöne Idee. Das Huhn zurück in den Topf geben. Vernaccia zugießen. Perfetto. Zugedeckt schmoren lassen. Und die Palatschinken?
Du hast es gelernt. Ich kann es nicht glauben. Benissimo. Kannst du es jetzt? Ja. Na, dann mach's noch mal. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. È venuta l'ora della verità. Okay. Weil er das gelernt hat. Perché l'ho imparato? Hiermit wirst du zum Hilfskoch erster Klasse ausgezeichnet. Oh, aiutante cuoco di prima classe. Toll, Michele. Bin stolz auf dich. Allora, ti do anche un bacio per avermi premiato. Ah, sì, cos'è sta storia? Und macht es jetzt mehr Spaß, wenn man es kann? Ja, ja, auf jeden Fall. Intanto und zwischendurch gibst du ihr immer mal ein Küsschen. Ah, okay, ora sì. Vai, 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 vai. Uno, due, tre. Die fertigen Palatschinken mit mildem Ricotta bestreichen. Mit Feigenmarmelade füllen. Und einrollen. Ach, mein Huhn. Ah, il pollo. Il pollo. Sara, dai. Das Huhn. Mal sehen, ob es fertig ist. Ah. Che profumo. Man riecht den Vernaccia. Das Huhn ist toll. Eccezionale. Perfetto. Ist die Soße auch gut? Salsa. Okay. So habe ich mir das vorgestellt. Paolo, vieni. Paolo, komm mal her. Koste dieses Huhn und sag uns dein Urteil. Er spricht sogar Deutsch. Während oben noch gescherzt wird, warten unten schon Saras Gäste. Oben fehlen allerdings noch die Beilagen zum Huhn. Grüne Bohnen in Tomatensauce. 500 Gramm junge grüne Bohnen. 6 große Fleischtomaten. Die kurz gedünsteten Bohnen mit dem Tomatensugo vermengen. Etwas Pfeffer. Die zweite Beilage, Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen. Paolo Midana. Zeit für den Architekten der Haute Cuisine. Jesus, ist das eine Fitzelarbeit? Das macht mich ganz nervös. Elegante, così. Bellissimo, 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 bellissimo. Buongiorno, signori. Der neu ernannte Hilfskoch erweist dem Anlass seine Ehre. Oh. Sono appena arrivato. Schön, dass ihr da seid. Nun wird sich herausstellen, ob es Sara gelungen ist, das Wesen der Toskana zu erkochen. Das kann ja nur mit einem ganz außergewöhnlichen Vernaccia gemacht worden sein. Fabelhaft. Alles fabelhaft. Fabelhaftes toskanisches Huhn. Wir sollten ihm eine etwas modernere, zeitgemäße Bezeichnung geben. Vielleicht Hühnerfrikassee in Vernaccia und Feigen. Auf alle toskanischen Männer, die in Sara verliebt sind. Fehlt nur noch das Gemeinschaftswerk. Die Palatschinken. Mit Feigenmarmelade bestrichen werden sie 2 Minuten im Ofen gebacken. Und wieder kunstvoll angerichtet. Saras letzte italienische Kreation, in der ihre österreichischen Wurzeln auf die Küche von Bella Italia treffen.
Die hast du auch gemacht, Sarah, oder? Ich kann es nicht glauben. Sarah hat auch diese wunderbaren Palatschinken gemacht. Er hat sie gemacht. Meine Glückwünsche. Du bist also der Zauberer der Palatschinken. Und Michele, wie schmeckt's dir? Wie sagst du? Köstlich, squisito, ottimo. Simone, wie schmeckt's dir? È buono, buono. Siamo tutti. Salute. Toscana. Alla prossima. Bis zum nächsten Mal. Buone. Ciao. 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 Sarahs toskanische Kür war ein voller Erfolg. Und nun heißt es Abschied nehmen von Italien. Wenn ich auch vorher nur immer so stichpunktartig eine Idee von der italienischen Küche hatte oder von bestimmten Regionen, weil ich in ganz, ganz vielen Regionen in Italien vorher noch nie war, weiß ich jetzt, dass meine Vorliebe für die italienische Küche auch bestehen bleibt, wenn ich ganz Italien bereist habe. Und das freut mich besonders. Die italienische Küche hat mich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Italien ist für mich natürlich in erster Linie und wird es immer sein, auch Michele Marotta. Mio interprete. Danke, Michele. Ich freue mich, dass du diese Reise mit mir gemacht hast. Schön war's. Das war super. Super.